Und Geld folgt immer auf Wert. Immer. Hallo, ich bin Bodo Schäfer, Money Coach und Gründer des VIP 7-Jahres-Clubs. Und mit diesem Kurs kannst du, wenn du dabei bist, in 7 Jahren deine finanzielle Freiheit erreichen. Was ich dir jetzt sage, klingt zunächst mal komisch. Für Geld arbeiten, für Geld zu arbeiten, ist eine der schlechtesten Strategien, um Wohlstand aufzubauen. Und eine der besten Strategien ist, zu tun, was du liebst. Als Job. Ich höre immer wieder, dass reiche Leute zu hart arbeiten, dass sie ihre Familie vernachlässigen, keine Freuden haben, was weiß ich was. Zumindest arbeiten sie in den Augen der meisten zu hart auf dem Weg zum Reichtum. Aber die Wahrheit ist, dass wir gar nicht arbeiten. Denn wir tun das, was wir lieben. Und jetzt kommt vielleicht etwas, das du möglicherweise gar nicht richtig glauben kannst. Aber das, was ich tue, das würde ich auch tun, wenn ich dafür 0,0 bezahlt würde. Und bei vielen meiner reichen Freunde ist es genauso. Sie würden die Dinge auch umsonst tun. Warum? Weil wir es lieben. Wenn du etwas wirklich liebst, dann ist doch die wichtigste Belohnung die Erfüllung, die du verspürst, wenn du es tust. Und dann erlebst du Flow. Flow ist etwas, das du immer nur dann erlebst, wenn du etwas sehr gut kannst, dich voll drauf konzentrierst, die Zeit vergisst und Achtung, auch das Ergebnis vergisst, das du erzielen willst, sondern einfach nur die Sache um ihrer selbst willen tust. Du bist dann im gegenwärtigen Augenblick. Klingt jetzt ein bisschen locker, ein bisschen entrückt, oder? Vielleicht sogar ein bisschen weltfremd. Arbeit ist doch was, was getan werden muss, damit Brot auf den Tisch kommt. Kann sein, dass es so klingt. Und doch sage ich dir, es ist eine der größten Weisheiten, die du im Leben lernen kannst. Tue, was du liebst, denn nur dann bist du besonders gut. Und nur dann wirst du besonders viel verdienen. Natürlich funktioniert die Welt nach dem Prinzip, je mehr Wert du gibst, umso mehr Geld bekommst du. Und das ist ein angenehmer Nebeneffekt. Wenn du etwas sehr liebst, dann wirst du doch darin immer besser. Und dann kannst du auch die Probleme anderer Menschen immer besser lösen. Und dadurch wirst du auch immer besser bezahlt von immer mehr Leuten. Und du wirst immer reicher. Das ist der Zyklus. Wir können also sagen, wenn du etwas tust, das du liebst und darin sehr gut bist, dann macht dich die Welt sehr, sehr gerne reich. Sie macht dich sehr reich. Ich habe ein Buch über Geld für Kinder geschrieben, ein Hund namens Money. Das ist ein sprechender Hund, der seiner Besitzerin, der 12-jährigen Kira, erklärt, wie sie am besten mit Geld umgeht. Und das ist auch sehr nötig, denn Kiras Eltern, die sind ziemlich arm. Und die machen jede Menge Fehler mit Geld. Und sie haben einfach das Mindset eines durchschnittlichen Armen. Money, dieser sprechende Hund, der bringt Kira dann die 6 Lektionen über Geld bei. Wie man reich denkt, wie man plant, wie man spart, wie man mehr verdient, wie man investiert und wie man das Geld genießt. Und als es über das Verdienen geht, da hat Kira ein Problem. Sie hat nämlich das Mindset von ihren Eltern übernommen. So denkt sie zum Beispiel, dass wir hart arbeiten müssen, um Geld zu verdienen. Und sie hat ein besonders fatales Armutsdenken von ihren Eltern übernommen. Sie denkt nämlich, dass wenn sie etwas sehr gerne macht, also mit viel Spaß, hey, da brauche ich doch dafür kein Geld bekommen, ich habe doch schon den Spaß. Und sie trainiert sehr gerne Hunde und sie führt sie auch gerne aus. Und natürlich kann sie damit Geld verdienen. Sie denkt aber, das ist doch jetzt unredlich, weil sie tut es ja so gerne. Und darum sollte sie dann doch nicht noch Geld dafür verlangen. In dem Buch lernt sie dann, dass sie gerade dann viel Geld für etwas bekommen sollte, wenn sie es liebt. Denn dann macht sie es besonders gut. Dann macht sie es fröhlich, mit guter Laune. Dann macht sie es mit Leidenschaft. Ich frage dich, würdest du lieber zu einem Zahnarzt gehen, der seinen Job hasst und der dir gleich sagt, dass er heute einen besonders schlechten Tag hat? Und er sagt, ich bin heute ein bisschen aggressiv. Oder würdest du lieber zu einem Zahnarzt gehen, der seinen Beruf leidenschaftlich liebt? Der ständig dazugelernt hat und dem es einfach am Herzen liegt, jedes Mal einen außergewöhnlich guten Job zu machen, Menschen zu helfen und der lächelt. Und das Lächeln sieht nicht irgendwie debil aus oder blöd, sondern du weißt einfach, der mag dich und der mag seinen Job. Also wen würdest du lieber bezahlen? Den ersten Zahnarzt, den Miesepeter
oder den, der liebt, was er tut. Ich glaube, einer der größten Träume, die wir uns in unserem eigenen Leben erfüllen können, ist, dass wir unsere Arbeit nicht als Arbeit empfinden, sondern als etwas, das wir lieben, indem wir auch immer besser werden wollen, weil wir es lieben. Ich habe gerade mit zwei Mitarbeitern gesprochen. Ich habe denen gesagt, dass ich heute Morgen an einem Set gearbeitet habe und dass ich da noch ein Set gemacht habe und da noch ein Set, da noch ein Programm. Und da haben sie mich mit großen Augen angeguckt. Ist das nicht ein bisschen viel? Und ich habe auch gesagt, ja, teilweise war es ein bisschen viel, aber da ist so viel Drang in mir, diese Programme zu machen. Und wenn ich überhaupt nicht bezahlt würde dafür, ich würde sie trotzdem machen wollen. Ich weiß, dass das Menschen nicht immer richtig glauben. Der eine oder andere sagt, naja, das sagst du jetzt, das ist so ein Trick von dir. Dann sage ich dir aber eins, wenn es wirklich ein Trick ist, dann ist es der Trick, dass ich es wirklich glaube von ganzem Herzen. Und wenn wir dann noch die Menschen von Herzen gern haben, denen wir helfen und deren Problem wir lösen, dann ist Arbeit etwas unfassbar Schönes. Gibt es trotzdem harte Zeiten, auch in meinem Leben? Ja, natürlich. Du kannst mal eine gesundheitliche Herausforderung haben. Es kann eine Weltwirtschaftskrise geben. Es kann Corona geben. Deine Branche kann leiden. Irgendjemand greift dich an. Du hast vielleicht einen Partner, der sich gegen dich wendet, der anstelle von Dankbarkeit plötzlich Gier zeigt. Alles ist möglich. Es wäre einfach idiotisch und infantil zu denken, dass das Leben ein einziger Ponyhof ist, nur weil du deine Arbeit liebst. Die Welt dreht sich doch nicht um dich, die dreht sich auch nicht um mich. Aber diese Probleme kannst du in jedem Job haben. Und es ist sicherlich viel leichter, mit ihnen umzugehen, wenn du deinen Job grundsätzlich liebst, als wenn du ihn gerade nur so irgendwie erträgst. Fazit: Wenn du deinen Job so sehr liebst, dass du auch umsonst arbeiten würdest, dann bist du am wertvollsten und dann wirst du am reichsten. Denn dann ist dein Wert am größten und Geld folgt immer auf Wert. Immer.